So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Wir sind noch immer in der Demo. Ich denke aber, dass das heute hier die letzte Folge sein wird für YouTube. Ich habe auf jeden Fall einen Eindruck gewonnen von dem Spiel. Eine aufstrebende Piratin braucht mehr Platz. Oh, denke ich auch. Aber ja, ich bin dann quasi auch erstmal durch mit dem Spiel für mich. Ich habe hier eine Halbkanone, die habe ich gelootet, ne? Zahnräder. Ich will halt nicht, dass wenn ich irgendwie sterbe. Ach, das ist nur Reparatursatz. Das war gar kein Set. Naja, egal. Dass wenn ich vielleicht sterbe, dass die mich dann hier voll looten können. Und ich glaube, wenn das im Lagerhaus ist, ist das sicherer. Reparaturset 2. Hoffen, essen und nichts davon isst meine Mannschaft. Naja. Kommt jederzeit wieder. Ja, wir gehen erstmal zu Skurlock. Da wird noch mehr abschauen. Haben wir jetzt schon ein bisschen was erledigt hier. Noch eine Runde vertragen. Pass bloß auf, was du da drin sagst. Dann Captain Krabbenhirn hier, kleben mir jetzt die Franzosen an meinem verschwitzten Arsch. Schafft ihn mir aus den Augen. Ich könnte wirklich einen neuen Captain gebrauchen. Ihr habt eure Nussschale eingetauscht. Man hört so einiges über euch. Ihr habt meine Schiffe im Hafen gesehen. Wisst ihr, wo sie hinfahren? Voll beladen mit Gewürzen, Ambra und anderen Kostbarkeiten? Sie machen die Überfahrt nach New York. Und im Gegenzug kriege ich von Töling alles an Silber, Vorräten und Waffen, was ich brauche. Solange der Pfeffersack seine Waren kriegt, kann ich auf dieser Insel tun und lassen, was ich will. Ich kontrolliere den Geldfluss und buckle von niemandem. Piraten sind immer auch Zielscheiben. Wir sind die Feinde aller Nationen. Doch wenn ihr Gold scheißt, werden euch sogar die Piratenjäger den Arsch küssen. Bis zum jüngsten Gericht. Was ist, Sprotte? Ergreift ihr diese Gelegenheit? Bitte, aber gebt mir keinen Anlass, noch einen Teppich zu ruinieren. Das wird langsam teuer. Übernehmt einen Auftrag und zischt ab. Skurlock vermutet, seine Feinde hätten sich gegen ihn verschworen, um sein Geschäft zu unterminieren. Schmuggle Waffenpakete an das Seevolk, und um im Gegenzug Informationen zu erhalten. Schafft ein paar Waffen zu meinen Verbündeten vom Seevolk und bringt mir im Gegenzug einige Informationen. Ich habe eine Übereinkunft mit dem Seevolk. Sie bekommen die Waffen, die sie brauchen, und ich bekomme diesen Hafen. Sie führen schon lange Krieg gegen den Fahrer-Clan. Also passt auf. Die Fahrer werden Jagd auf euch machen. Naja, ich will jetzt nicht seinen Groll auf mich ziehen. Wer gewinnt, ist mir egal. Ich mache große Gewinne mit dem Verkauf von Waffen. Warum für andere bluten, wenn man sie ausnehmen kann? Einige vom Seevolk bieten Waren, andere Informationen. Solange Krieg herrscht, steht die Vereinbarung. Also, bringt ihnen Waffen, um zu kämpfen, aber nicht genug, um zu gewinnen. Das ist eine wahre Goldgrube. Lasst sie nicht versiegen. Ja.
Los, das Schicksal ruft. Okay. Also. Ich würde sagen, wir verfolgen einfach mal die Aufgabe von Skurlock. Ich habe ja gesagt, wir fahren heute mal noch so ein bisschen rum. Aber es wird auf jeden Fall die letzte Demo-Aufnahme-Session werden. Ich muss kurz die Punkte wegmachen. Hier. Hier. Ich möchte jetzt keinen Kutter bauen. Aber danke. Ja. Wird die letzte Aufnahme von der Demo. Also ich muss sagen, tatsächlich, wir können auch unterwegs jetzt gleich noch ein bisschen quatschen. Optisch finde ich das Spiel super. Ich glaube, du kannst hier auch sehr viel machen. Wir haben ja solche Sachen wie hier diese Nachforschungen noch gar nicht freigeschalten. Sah aber bei anderen Leuten im Stream super interessant aus. Ja, aber ich muss sagen, ich... Lass sie mal kurz reden. Ich bin nicht so ein Fan davon, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Das habt ihr vielleicht schon ein bisschen mitbekommen. Auch die Seekämpfe. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so. Skurlocks Verbündeten geht der Nachschub aus. Gebt dem Seevolk seine Waffen und sie singen wie Kanarienvögel. Und das, ich meine, das ist halt Hauptbestandteil dieses Spiels. Ne? Dass man auf dem Wasser unterwegs ist und Schiffsschlachten kämpft. Die Map ist auch riesengroß. Da kann man wirklich einiges noch erkunden. Aber ich glaube, mich würde das Spiel in nicht allzu weiter Ferne komplett verlieren, weil das nicht so mein Fortbewegungsmittel meiner Wahl ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also optisch mega. Ich spiele, wie gesagt, nur auf mittlerer Grafikeinstellung, glaube ich. Und es sieht super schön aus. Wir sind in Reichweite. Jetzt gehören Sie uns. Aber ja, ist nicht ganz meins. Aber ich bin froh, dass ich es mir tatsächlich auch mal angeschaut habe. Es gibt ja die Möglichkeit durch die Demo. Und so hat sich meine Meinung eigentlich ja nur bestätigt, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, das Spiel ist nichts für mich. Aber ich habe es mir selber mal angeguckt. Ach, guck mal. Ich muss tatsächlich diesen komischen Käse machen. Und das zählt dann als Mannschaftsessen da unten. Ich habe 5 Portionen. Und könnte damit die Ausdauer immer wieder auffüllen von meiner Mannschaft. Aber es geht ja auch, indem man mal kurz Pause macht. Und es ist tatsächlich schön, dass man... Entschuldigung. Dass man auf Inseln auch raufgehen kann. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch schöne Inseln noch zu entdecken und anzuschauen. Aber
Ja, das könnt ihr ja dann machen, falls ihr euch das Spiel holt, falls ihr das Spiel spielt. Ich gucke mir das auch tatsächlich bei anderen gar nicht mal so ungern an. Aber ja, das Spiel überlasse ich anderen. Aber das Labyrinth hier. Erstaunlich. Diese Stücke aus blau-weißem Porzellan können nur eines bedeuten. Ming-Vasen. Das befördert die Theorie des Professors aufregend nah an einer Veröffentlichung heran, die sagenumwobene verlorene Stadt des Seevolks. Hä? Komischer Satz, oder? Diese Ming-Vase und diese Kristallkuriosität dort sind die Bestätigung. Ihre antike Stadt war technologisch fortgeschritten genug, um Chinas Gunst erlangt zu haben. Jetzt muss ich nur noch einen Weg von dieser Insel finden und ich bin wirklich ziemlich durstig. Ja, das sind Ming-Vasen, ne? Der Untergang des Seevolks, Kapitel 9? Ausgabe 2. Ich und diese römischen Zahlen. Sind das römische Zahlen? Ich weiß schon wieder nicht mal. Ihr wisst schon, Himmelt. I, V, X, M, L, C und so. Untergang des Seevolks. Obwohl sie heute meist nur als Zwischenstation für Holzfracht auf dem Weg nach Tenina gesehen werden, waren die Verona-Fälle einst der Sitz eines mächtigen Reiches der Wasimba, den antiken Ahnen des Seevolks. Es war ein stolzes und mächtiges Volk, das eine Hochkultur mit einer Kriegertradition verband. Die mündlichen Überlieferungen sprechen von üppigen Gärten mit Dekorationen aus Alabaster und Waffen, die das Fleisch eines Mannes von seinen Knochen schneiden konnten. Die Herrschaft dieser rätselhaften Zivilisation soll durch eine große Katastrophe beendet worden sein. Details dazu sind rar, das Seevolk spricht nicht darüber, als wäre diese Wunde in ihren Seelen immer noch frisch. Welch schreckliche Katastrophe kann ihre Hauptstadt vernichtet haben? Ein freundlicher Überfall oder ein Leviathan aus der Tiefe, dessen Größe die Vorstellungskraft moderner Menschen übersteigt? Man kann nicht an den Verona-Fällen vorbeisegeln, ohne über die Überreste der versunkenen Stadt nachzudenken. In ihren reißenden Strömungen kann man beinahe noch die Schreie ihrer untergegangenen Bewohner erkennen, die durch Fels und Zeit bis heute nachhallen. Okay. Richtig sauberes Dreckwasser. Abgeschöpft. Guten Tag. Man kann immer schätzen. Meine Mutter ist da draußen. Ich weiß es. Aber es ist schon. Ich habe Waren. Tongasu. Hier seid ihr richtig, wenn ihr eine Auszeit von den Gefahren der See sucht. Wir sind das Seevolk. Wir befahren das Meer und bedienen uns an der reichen Ernte, die es uns schenkt. Viele von uns haben ihre Heimat an den Fahrerclan verloren. Doch wir trachten nicht nach Rache. Wir wollen nur Frieden. Ja, der Frieden wird uns reich belohnen. Hier senken wir die Speere und handeln Waren gegen Münzen. Wir heißen alle willkommen, die unsere Lebensart respektieren. Kann ich Wasser? Ist das das Zeichen für... Nee, das ist das Zeichen für Segelgeschwindigkeit und das ist das Zeichen für Segelausdauer, also Essen für die Mannschaft, oder? Das ist irgendwie noch nicht so ganz eindeutig. Ah, gut. Auf dass wir uns wiedersehen. Ja, ich komme bestimmt wieder. Kann ich was kochen? Den Lärm der Schlacht nicht mehr. Augustus und Fisch. Was macht denn hier so ein Krach die ganze Zeit? Ich guck mich hier mal noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich noch ein paar Sachen, ein paar schöne.
Okay. Können wir jetzt gleich auch zum Händler des Seevolks, da wo wir hin sollen. Was genau macht hier mal so Krach? Ist das dein Kutter hier? Okay, also Kokosnüsse gibt es hier genügend in diesem Spiel. Hallo, Pirat. Ihr habt noch mehr Quests. Erstmal gucken, was du so verkaufst. Station, Reparaturset. Dafür müssten wir Level Vagabund 1 sein. Ich weiß nicht, welches Level das ist. Wir sind ja gerade mal Level 2. Wir sind erst Halunke. Okay. Was gibt's hier? Damit es Frieden mit dem Fahrer geben kann, benötigt das Seevolk seine Relikte, die ihn den Weg weisen. Berge das verlorene Relikt des Seevolks. Das nehmen wir schon mal an. Lange stehlen die Franzosen unsere Relikte. Ich will nichts mehr, als sie heimzuholen. Hier. Hier, Schicksal in den Sternen. Inmitten des Konflikts mit den Fahrern hat das Seevolk die Sternenkarten verloren, die ihr Schicksal vorhersagen. Suche in treibenden Wracks nach den verlorenen Sternenkarten des Seevolks. Wir blicken in die Sterne, um die Zukunft zu sehen. Und es ist Schicksal, dass ihr uns heute helft. Also es gibt noch Nebenquests abseits des Schmieds, die man machen kann. Das ist nicht schlecht. So, liefere Waffenpakete. Wir geben eins ab. Das wird reichen. Cool. So viel dazu, das wird reichen. Mögen euch die Wellen leiten. Bestimmt tun sie das. Schatzkarten führen dich zu vergrabenen Schätzen. Interpretiere die Hinweise, um den entsprechenden Außenposten zu identifizieren und suche dort den genauen Fundort. Schatzkarte. Lesen. Eines unserer Lager wurde von den Fahrern überfallen und unsere Brüder und Schwestern kehrten zur See zurück. Wir ließen unsere Gegenstände aus Furcht vor einem weiteren Überfall zurück, einschließlich des Relikts. So findet ihr den Ort. Rote Insel? Fragezeichen. Küste von Tenina? Fragezeichen. Fort Louis. What? Okay, da ist der Standort von dem Schatz. Haben wir die Insel... Könnte hier sein, oder? Eine kleine Insel. Und da... Nee, vielleicht auch nicht. Oder hier. Weiß nicht. Ich glaube, das schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr. Schade, ich dachte, wir schalten dadurch dieses Nachforschungsmenü jetzt frei. Hier ist einfach nur mein Lager. Wir lagern das mal hier noch ein. Aber, okay, wahrscheinlich muss man die Schatzkarten dann immer bei sich haben, damit man das dann auch lösen kann. Weil wenn ich das ins Lager lege, kann ich ja nicht mehr nachgucken. Ich hatte hier doch auch noch Sachen. Viele Waffen.
Also ich glaube, man kann mit seinem Schiff ziemlich viele coole Sachen machen. Wir können jetzt auch den hier. Wir haben jetzt hier den Rot. Mailin und Morin. Ja, schick. Bereit, wieder in See zu stechen? Ja. Das hat weniger Reichweite. Nee, das lassen wir. Okay. Oh, ich könnte schnell reisen. Solange das Seevolk weiter Krieg führt, fährt Skurlock weiter Profite ein. Es könnte also auch schnell reisen. Okay, das würde die Problematik ja schon ein bisschen reduzieren, dass ich immer auf dem Wasser unterwegs bin. Aber ich komme ja nicht sofort überall hin, von daher. Besser, wenn wir hier rumfahren. Oder? Komm mal hier durch. Schon wieder so schlechtes Wetter hier, Mensch. Das könnte so schön sein. Gucken, ob wir noch unser Ziel erreichen, diese Folge. Ja gut. Ist nicht unbedingt die Ausdauer aufgefüllt. Wir reparieren jetzt schneller, regenerieren schneller, sind schneller, glaube ich. Das gerade richtig gesehen habe. Segel einholen! Aus dem Wind! Ein eingerichteter Kapitän! Das bringt ein Schiff frei sein! Ja. Okay, das Ding ist halt, du musst halt dann immer relativ nah hier an die vorkommen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich musst du nur im richtigen Winkel gucken. Das ist gerade Action, was? Damit möchte ich nichts zu tun haben. Was anderes. Muss man jetzt. Ja, wir drehen um, oder? Obwohl, wir schaffen es dort eh nicht mehr hin. Wir fahren hier hinten rum. Gucken uns mal auch ein bisschen ein paar andere. Oh, ich bin vagabund. Oh, jetzt könnte ich ein Reparaturset. Blaupause kaufen. Einfach weggeplündert. Oh. Ah. Schafkurve.
Was ist das hier geradezu? Kann ich da ran? Was ist das? Okay, habe ich geplündert jetzt. Kollidieren wir jetzt mit dem? War die... Das ich und Boot lenken funktioniert nicht. Ja, sinkt mal ein bisschen. Das lenkt ein bisschen von meinen Fahrkünsten ab. Oh, gerade Gegenwind. Das ist schlecht. Ja, das Wetter ist nicht so ganz auf unserer Seite hier. Schon oft regnerisch und neblig. Kurz Ausdauer regenerieren lassen. Könnten wir Bäume sägen? Beute lässt sich auch abseits von Skirlocks Kielwasser machen. Was können wir hier noch handeln? Essen, Natursets. Oh. Wir könnten auch plündern. Soweit ich weiß, musst du dann halt die Türme auf der Insel zerstören. Und dann kommen auch noch gegnerische Schiffe, die du auch zerstören musst. Das traue ich mir aber gerade nicht zu. Wie gesagt, Kämpfe auf hoher See und so, es geht immer ein bisschen schief. Das ist nicht ganz mein Metier. Wir geben jetzt noch die Quest ab. Das würde ich tatsächlich gern noch tun. Weil wir kommen doch schneller da an, als ich gedacht hätte. Das heißt, die Folge wird ein bisschen länger als 30 Minuten, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Wir könnten mal gucken, ob man plündert, aber wir brauchen mal eine Brechstange für... Muss ich nur kurz gucken. Da. So, hier können wir sogar wieder rumlaufen. Das mal ganz fix an, wie es hier so aussieht. Was ist das hier? Ah, Seil benutzen. Aber wir sind keine anderen Leute.
Aber man könnte diese Insel sich jetzt mal in Ruhe anschauen, ne? Wenn man das Spiel hätte. Könnte man was tun. Ja? Hab Dank, Kapitänin. Nicht genug monströser Zahn. Es gibt noch andere Währungen. Und es gibt noch mehr Baupläne. Okay. Die Lust am Jagen. Das Seevolk zollt jenen Respekt, die ihr Jagdgeschick unter den Beweis gestellt haben. Jage Wildtiere und zeige dem Seevolk die Trophäen. Die Jagd auf Wild ist kein leichtes Unterfangen. Das wäre auch eine coole Nebenquest. Seid ihr sicher, dass ihr das schafft? Und das geben wir ab. Mögen eure Vorfahren euch segnen. Okay. Und Captain, setzen wir die Segel? Wir sollen zu Skurlock zurück. Lass uns doch mal schnell reisen. Das scheint ja zu gehen. Kostet Geld, aber ist egal. Ich wollte ja jetzt sowieso die Demo beenden. Also Schnellreise kostet Geld. Und ihr zeigt Stärke. Dann gehen wir jetzt noch fix zur Post. Und dann zu Skurlock. Und dann entlasse ich euch. Und dann könnt ihr überlegen... wieder Klamotten. Vagabund, euer Kopf verbleibt auf euren Schultern. Gut gemacht. Einst gab es ein Lied, das von den alten Piratenclans gesungen wurde, wenn sie die großen Kompanien stürzten und sich zu den Herren ihres eigenen Schicksals erhoben. Lebe wild und sterbe frei. In diesem Moment überqueren meine Frachtholks den Indischen Ozean. Warum versucht ihr nicht, euch selbst eine Holk oder einen Kutter zu bauen? Vielleicht ist eure Flotte eines Tages so mächtig wie die der alten Piratenfürsten. Hehe. So, und ab zu Skurlock. Es gibt das Kopfgeldbrett und ein Auftragsbrett. Als Streiterin der Fahrer hat sie sich mit ihrem wilden Ballistenfeuer und ihren brutalen Rammtaktiken den Ruf als unerbittlichste Kämpferin der Roten Insel erkämpft. Jage Tangena Rabe und kassiere ihr Kopfgeld vom Seevolk. 5000 Silber. Oh mein Gott, guck mal, wie viel man hier noch machen kann. Schmuggeln. Gemälde stehlen. Schmuggeln. Kokosnüsse. Oh. Jetzt wird's interessant. Aber ich zeige euch jetzt noch, was die neue Hauptquest wäre. Und dann... schicke ich euch in den Tag... Habt ihr die Lanitra-Ruinen gesehen? Da habe ich viel Geld gemacht. Was ihr mir gebracht habt, deutet auf einen Handelsvertrag zwischen den Franzosen und den Fahrer hin. Die Kompanie umgarnt den Fahrer-Clan mit Waffen. Doch warum? Lässt sich der Clan zu einer französischen Marionette degradieren. Da muss es um mehr gehen. Dieses Bündnis gefährdet alles. Wir müssen es zerschlagen. Ich würde zwar gern ihr Blut sprudeln sehen, doch ihr Tod würde eine Einigung nur verzögern. Das reicht nicht. Meine Feinde machen einander den Hof und Händler des Seevolks bemerken es vor mir. Sind meine Spitzel blind und taub? Die Kompanie agiert im Schatten, während wir uns von der Sonne blenden lassen. Gute Arbeit. Sobald ich die Informationen aus meinen Spitzeln herausgeprügelt habe, gebe ich euch mehr.
Haben wir jetzt einen verbessertes Fernrohr bekommen? Piratenrunde. Teulings Anforderungen wachsen stetig, doch die starke Präsenz der Kompanie stört Skurlocks Operation rund um die Rote Insel. Stil warnt, um Skurlock zu helfen, sein Defizit auszugleichen. Die Kompanie hat auf der Roten Insel Fuß gefasst. Ihre Händler transportieren gestohlene Gewürze, Parfum und Luxusgüter aus dem Indischen Ozean. Überfallt die arroganten Pinkel. Sie spucken auf uns, als wären wir Hunde. Nehmt ihnen alles und trefft sie härter als die Pest. Mit Handel allein sind Töllings Forderungen nicht zu erfüllen. Die Kompanie ist zum Pflücken reif, schwerfällig und wird von allen gehasst. Wir tun, was Piraten ebenso tun. Wir springen ihnen ins Gesicht und reißen ihnen den Silberlöffel aus dem Maul. An die Arbeit! Auf der Suche nach der Beute des Rado? Bemüht euch nicht. Sie ist weiter weg als der Feigling, der sie sich nahm. Uriko Freeman wird Held und Freiheitskämpfer genannt. Dabei war er ein Scharlatan und hat uns alle belogen. Das Schwein hatte nie vor, den Schatz zu teilen. Piratenkodex am Arsch. Ich sollte Waffen und Vorräte nach Lanitra schmuggeln. Als ich meinen Zweck erfüllt hatte, war ich Freeman plötzlich egal. So ein großer Schatz und nicht mal ein kleiner Anteil für den alten John. Eines Tages wird diese Höhle in Saint-Tern viel größer sein als Lanitra. Und mein Name wird in aller Munde sein. Ab mit euch. Cool. Also. Wir haben jetzt gesehen, es gäbe hier noch sehr viel zu tun. Kopfgeldbrett, Auftragsbrett. Hier ist irgendwas. Sie hat Aufträge. Jetzt könnte man richtig loslegen. Hier gibt es auch Aufträge. Aber ich habe ja gesagt, ich beende meine Demoreise an dieser Stelle. Ich weiß, dass das Spiel auf Dauer nichts für mich ist. Jetzt verfolgt die Kompanie sogar schon Kinderbuchautoren. Aha. Der Schriftsteller soll untergetaucht sein. Nachforschungshinweis. Jetzt haben wir Nachforschungen auch freigeschalten. Wir haben sogar ein Plakat in der Taverne. Tada! Das ist das, was ich meinte. Ne, da gibt es einige Aufträge. Ich denke nicht, dass das alle sind. Da wird es noch mehr geben. Und ja, da muss man quasi Gerüchte aufdecken. Ne? Gerüchten zufolge soll das Buch Kit der Tiger etwas mit dem Überfall auf die Shadu zu tun haben. Ich sollte mich in Saint-Anne nach Hinweisen auf das Buch oder den Autor umsehen. Ja, cool. Es gäbe einiges zu tun. Falls ihr das Spiel spielen werdet, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Aber ich... Ah, hier schon. Verabschiede mich tatsächlich jetzt von euch aus Skull and Bones. Hat Spaß gemacht, aber nicht ganz mein Metier mit dem Schifffahren und den Schiffskämpfen. Deshalb, ja, habt ihr euch hoffentlich jetzt euren eigenen Eindruck gemacht? Sagt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet, wie ihr das zum Zuschauen findet. Und ja, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ich winke euch und ja, wir sehen uns sehr gern mit dem nächsten Projekt hier auf diesem Kanal wieder. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.